Döffingen, ein kleines Dorf in Oberschwaben. Unscheinbar findet sich am Dorfeingang eine zweite Kirche und, was viele nicht wissen, ein Kloster. Es ist das Kloster vom heiligen Pius X. und beherbergt die Schwestern der Piusbruderschaft. Heute, am Fest der Rosenkranzkönigin, versammeln sich die Schwestern zum feierlichen Hochamt in der Klosterkirche. Es wird wie immer im überlieferten lateinischen Ritus der römisch-katholischen Kirche gefeiert. Die Schwestern singen den sogenannten gregorianischen Choral, die Messgesänge der Kirche. Bischof Alfonso de Galarreta, Weihbischof der Piusbruderschaft, ist eigens aus Spanien angereist, denn heute ist für die Schwesterngemeinschaft ein großer Tag. Schwester Maria Silvia wird ihre ersten Gelübde ablegen. Man bereitet sich in dieser Zeit darauf vor, deshalb hat man noch einen weißen Schleier. Und dann kommt dieser entscheidende und schöne Moment, wo man sich ganz Gott weihen darf durch die Gelübde. Und es ist ganz eindrücklich, wie die Kirche diese Zeremonie gestalten lässt, dass man hinkommt, vor den Altar hinkniet, aber nicht sofort einfach die Gelübde ablegt, weil man weiß, man ist schwach, man kann selber nichts. Und dann betet man mit der ganzen anwesenden Gemeinde, bittet die Mutter Gottes. Und dann sagt der Bischof, ich erlaube Ihnen, die Gelübde abzulegen, und dann darf man sich ganz Gott weihen. In Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, der allerseligsten Jungfrau Maria, meines heiligen Schutzengels, der heiligen Patrone der Bruderschaft und des ganzen himmlischen Hofes, lege ich, Schwester Maria Silvia, auch bis zum weißen Sonntag, die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab, in der Kongregation der Schwester der Bruderschaft St. Pius X. und gemäß ihrer Konstitution. Und nach diesem Akt, den man getan hat, ist der liebe Gott so gut, dass er einem als Braut annimmt. Deshalb bekommt man dann auch den Ring. Und der schwarze Schleier ist ein Zeichen dafür, dass man der Welt abgestorben ist. Das heißt, dass man ganz für Gott lebt. Pace peam crucem signacurum passionis Jesu Christi, positive fidei fundamentum, in adversis defensio, per perpetuum victorium. Amen.
weil die Priesterbruderschaft das Messopfer hat und das ist der zentrale Punkt für das Ordensleben, weil das ist uns das Vorbild, um sich Gott zu weihen, wenn wir das jeden Tag täglich sehen, wie Jesus Christus sich selbst hinopfert. Darin besteht so unser Leben und das ist unser Vorbild. Und wenn man diesen Bezug nicht hat, dann hat das ganze Ordensleben auch seinen Sinn nicht. Weil wir sind dazu da, zu beten für die Priester und auch eben Anteil zu nehmen durch unsere eigene Hinopferung am Messopfer Jesu Christi. Die Fröhlichkeit der Schwester, das hat schon Eindruck gemacht. Den Nachmittag verbringen die Schwestern im Kreise ihrer Verwandten und Bekannten und der Besucher, die von weit her zum heutigen Fest gekommen sind. Durch das, dass der ganze Tagesablauf sehr geordnet ist, gibt es eine gewisse Ruhe in das Ganze, was man in der Welt dauernd diese Hektik und so. Und durch das hat man viel, viel besser den Zugang, auch die Gedanken, die einem der liebe Gott eingibt, denen nachfolgen zu können. Hier im Noviziat besonders haben wir die Aufgabe, den Katechismus
per Korrespondenz, den Fernkatechismus, die uns viel Zeit nimmt. Beim Fernkatechismus erhalten die Kinder ihre Aufgaben per Post. Zu Hause lesen sie mit den Eltern die gut vorbereiteten, altersgemäßen Lektionen. Anschließend schicken sie die ausgefüllten Antworten zurück und werden von den Schwestern bewertet. Die Kinder, die an diesem katholischen Fernunterricht teilnehmen, kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir unterstützen auch das Priorat. Wir haben Katechismusunterricht im Priorat und auch in der Schule. Im Allgemeinen. Wir machen auch Krankenbesuch einmal in der Woche, wenn es geht. Ich weiß eigentlich nicht genau, es ist nicht etwas Spezielles, sondern einfach, dass man sich hier Gott ganz weihen kann. Im Sommer veranstalten die Schwestern eine Kinderfreizeit im Schwarzwald. Kann eine junge Frau ihre Berufung erkennen? Diese letzte Frage stellen wir an Schwester Silvia. Also ich würde ihr sagen, sie soll am besten mal hierher kommen und uns besuchen, weil oft ist es so, dass man vielleicht einen Zug verspürt, sich ganz hinzugeben für Gott, oder sei es auch dieser Aspekt, die Seelen zu retten, weil man sieht die vielen Leute, die nichts mehr wissen vom lieben Gott, und man möchte möglichst vielen helfen. Und dann aber konkret die Berufung zu finden, ist schon am einfachsten, wenn man sich die Sache selber mal im Kloster anschaut, dass man eine Woche hierher kommt und sich das anschaut. Und dann hat man auch die Gelegenheit, mit der Schwester, mit der Novizenmeisterin zu sprechen, und die hat sehr viel Erfahrung und kann dann auch weiterhelfen.